Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Es hat ja einmal ein österreichischer Politiker gesagt, Sie werden sich nur wundern, was alles möglich ist. Und das ist natürlich ein Spruch, den man in vielerlei Hinsicht verwenden kann. Gut, die österreichische Politik ist eigentlich ein ganz guter Anfang dafür. Aber wer ganz ehrlich hat sich gedacht, was da auf uns zukommt, wie 2008 einfach der Film Iron Man ums Eck kam. Ja? Auch damals hätten die Masterminds hinter den Marvel Studios meinen können, Sie werden sich schon nur wundern, was wir ihnen in 20 Jahren dann nur mehr online über irgendeinen fucking Streaming-Dienst servieren und nicht mehr im Kino. Aber das ist ein anderes Thema. Ja? Iron Man hat diese ganze Lawine an, wie kann man sagen, ach ja, Einnahmen für die Maus mit den großen Ohren generiert. Und ich muss aber auch sagen, ein wirklich großartiges Superhelden-Kino-Universum geschaffen mit tollen Charakteren, tollen Filmen und Iron Man war für sich genommen eigentlich schon ein ganz cooler Film. Das ist übrigens einer der Filme, der damals, lustigerweise für diejenigen, die sich noch daran erinnern, ich werde jetzt blöd die Kamera bewegen müssen, an diese Edition, die uns Warner vor einiger Zeit gebracht hat, diese Premium Collection, wo, wie man sich's von Premium-Produkten erwartet, beispielsweise eine geschnittene Fassung von John Rambo drinnen war. Yay! Und absolute cinematografische Meisterwerke wie 10.000 BC. Aber natürlich trotzdem einige natürlich Meisterwerke, Uhrwerk Orange, Batman Begins, Blade Runner und so weiter und so fort. Aber in Frankreich gab es in dieser Reihe auch die beiden Iron Man Filme, weil die eben in Frankreich nicht vertrieben wurden von Concorde, sondern von Warner. Leider fehlen mir die in der Sammlung und mittlerweile sind sie schwer zu bekommen. Ich hoffe, ich kriege sie irgendwann einmal. Aber mittlerweile sind eben die Iron Man Filme hierzulande immer noch bei Concorde, aber auch aber international eben generell bei Paramount. Und da haben wir nach eben dem Mondo Steelbook für den ersten Iron Man Film jetzt eben auch ein Mondo Steelbook für den zweiten Iron Man Film bekommen, weil eben der jetzt eben hier von Paramount beziehungsweise natürlich eben den Marvel Studios, Disney oder wie sie sich auch gerade mal an dem Tag nennen wollen, vertrieben wird, die eben auch die anderen Marvel Filme in diese Verpackung hieven. Das trifft sich natürlich gut für all diejenigen, denen es wurscht ist, bei Amazon Frankreich statt Amazon Deutschland zu bestellen. Und ja, da kann ich aufzeigen, das ist mir wirklich wurscht. Wir bekommen hier bei Iron Man 2 übrigens wieder mal ein Mondo Steelbook mit so einem PET-Schuber, wo wir hier den Titelschriftzug lesen können, dann natürlich hier auch das Mondo-Logo generell haben, aber das Backcover ist dieses Mal hier von dem PET-Schuber absolut ungestaltet. Das Einzige, das wir auf dem Backcover eben finden, ist einerseits die Inhaltsangabe zum Film, dann noch einmal die Bedienungsanleitung einer 4K Blu-ray und die technischen Details. Und da ist in diesem Fall natürlich aufgrund der unterschiedlichen Rechteinhaber wichtig zu betonen, dass es bei Iron Man keinen deutschen Ton, weder auf der Blu-ray noch auf der 4K-Disc gibt. Dafür habe ich aber durch einen Bildvergleich bei den Kollegen von Capsaholic entdeckt, dass die internationale 4K-UHD, die von Paramount vertrieben wird, von der Bildqualität her wesentlich besser ist als die deutsche 4K-Disc. Also das ist natürlich blöd, weil man kann sich irgendwie zwischen Pest und Cholera entscheiden. Also diejenigen, denen eine deutsche Synchro wichtig ist, mir ist das ja wurscht. Wir sehen übrigens auf diesem Cover-Artwork absolut großartig im Mondo-Look gehalten, ein Cover-Artwork, das aber vom Stil her komplett anders ist als eben zum Beispiel das von Guardians of the Galaxy, weil während man bei Mondo gerne einmal so diese überladenen 100.000 Charaktere-Designs hat, ist es hier ganz anders und wir haben bei Iron Man 2 einfach zwei Iron Mans drauf. Wow, kreativ. Dafür hat man allerdings hier, und das ist der wirkliche Selling Point von diesem Cover Artwork, absolut wundervoll mit dem Partial Gloss gearbeitet. Der ist nämlich einerseits bei den Lichteffekten, andererseits eben bei den beiden Charakteren auf dem Frontcover und natürlich auch beim Titelschriftzug, sodass sich die, finde ich, da absolut perfekt vom Hintergrund abheben. Dazu ist der Hintergrund dann aber recht matt gehalten, weswegen sich eben zum Beispiel hier auf der rechten Seite gerade diese Durchzeichnungen erst bei unterschiedlichem Lichteinfall so richtig hervorheben und damit dann einen wundervoll dreidimensionalen Look machen, auch eben
Dieser Kampfanzug hier links verändert sich absolut großartig, abhängig eben davon, in welchem Winkel das Licht einfällt. Das ist wirklich ein sensationelles Cover-Artwork, wo nämlich eben Mondo wieder einmal zeigt, dass sie es absolut perfekt verstehen, die verschiedenen Steelbook-Effekte zu ihrem absolut maximalen Potenzial einzusetzen. Wir haben in dem Fall die Nummer 48 der Mondo Steelbook-Reihe, während der erste Teil die Nummer 44 war. Können wir eigentlich einmal ganz kurz vergleichen. Ja, passt jetzt, sagen wir mal, mäßig zusammen. Aber wir schauen dann einmal auf das Backcover. Da sehen wir dieses Mal tatsächlich ein komplett anderes Bild. Eben nichts, das recycelt, fast nichts, das recycelt wurde, weil ich nehme jetzt einmal an, dass so dieser Gun Barrel, den wir hier quasi sehen, womöglich schon dieselbe Vor- und Grundlage hat wie hier vorne. Aber dafür haben wir eben hier auf dem Backcover auch einen von den beiden Charakteren, sowie eben diesen gelben Farbklecks mit dem Partial Gloss übersehen und den zweiten Charakter nicht. Natürlich eben auch die Linien von dem, ich nenne es jetzt einfach einmal Gun Barrel oder Blueprint, das ist ja auch, so ein Blueprint-Design ist ja etwas, das Mondo bei seinen Steelbooks immer wieder ganz gerne macht. Partial Gloss sehe ich da jetzt gerade eben auch auf dem Spine. Wirklich ein schönes Design. Und dann haben wir innen hier auf der 4K-Disc, einerseits diesen rechten Ausschnitt hier auf der Disc, was ich absolut eben genial finde, ist, dass man diesen runden Energiestein so perfekt positioniert hat, dass er eben da in den Innenring von der Disc fällt. Das ist absolut grandios geplant. Dann eben hier natürlich den Hauptausschnitt von dem Cover mit den beiden Masken auf der einen Blu-ray und wo wir gerade beim Thema Materialrecycling sind, einfach halt eine vergrößerte Ansicht von diesem Punkt vom Frontcover-Artwork hier innen. Ja, das ist mir als Mondo Steelbook-Fan einfach schon gewohnt. Das Einzige, was ich irgendwie lustig finde, ist das, ah nein, was sieht's hier eh, dass das der eine Teil blau und der andere lila ist. Das habe ich vorher durch das Licht nicht ganz so gut gesehen. Hier ist es mir jetzt nämlich zum ersten Mal deutlicher aufgefallen. Ja, das ist halt eben etwas, womit man bei den Mondo Steelbooks rechnen muss, dass eben sowohl vorne als auch hinten, als auch innen, als auch dann auf den Discs gerne einmal einfach nur unterschiedliche Teile von dem immer gleichen Artwork wiederholt und aufgebraucht werden, aber an das ist man als Mondo-Sammler auch schon gewöhnt, vor allem, weil, egal ob es ein recycelter Teil vom Motiv ist, sie schaffen es einfach trotzdem mit 99,9%iger Sicherheit immer, dass das Ganze absolut ästhetisch, atemberaubend und wunderschön ausschaut. Auch dieses Mal wieder ist das eines meiner absoluten Steelbook-Highlights des Jahres 2021.